Hallihallo Leute, willkommen zurück bei Warframe. Immer noch mit Solren. Ayo. Ach, das ist dieses Scheiß. Sorgen Sie dafür, dass Sie gehört werden und dann wird die Luft abgedreht, Mission, oder? Jo. Aber ich wir haben hier etwas Interessantes zu finden für dich. Yay. Und zwar. Ich schaue. Wo ist es? Wo ist es? Da drüben, hä? Ich sehe es nicht. Irgendwo hier. Das ist doch ein Scanner, gell? Ja. Nur mal mit dem Scanner dieser. Irgendwo hier oben sollte es sein, muss das rumliegen. Ein sogenanntes Kuria. Aha. Das sind so geheime Lore-Fragmente. Oh, ich hab's hier. Moment, wo? Oh wow, der Wegpunkt sagt sogar Kuria. Ja. Wusste ich, das haben sie das neu erst vor kurzem gemacht, was wirklich, wirklich alles. Wie nehme ich das auf? Mit dem Scanner. Ah, okay. Nee, das geht jetzt nicht. Manchmal geht's, weißt du, wie lässt sich Ammo markieren? Ältesten manchmal. Wurden versammelt. Kuriosität gefunden. Cool. Ja. Und da haben wir sehr viele? Sehr viele. Und die alle haben so eine kleine Fragmente von Lore, die Ursprungsgeschichte der Grenier Queen beschreibt. Also das sind ja die Grenier werden ja geherrscht von einer von einem Zwillingspärchen, zwei Damen. Und es sind die Queens. Ja, das macht Sinn. Ich wusste nur, dass es Force gibt und der ein Lackaffe ist. Hä? Ich wusste nur, dass es bei den Grenier Force gibt und der ein Lackaffe ist. Captain War meinst du? Ja, War. Irgendwie neige ich dazu, ihn Wars zu nennen, weil einfach nur War oder halt, wenn du es auf Deutsch spielst, steht halt vor. Das klingt halt so scheiße. Ja. Vor allem noch, wenn du dich Captain vorstellen willst. Du musst verdammt. Oh. Verstehst du, musst dich halt dem Captain vorstellen. Ja, ich muss mich Captain vorstellen, schon klar. Wärst du so nett, wieder einzusammeln? Natürlich. Vielen Dank. Oh ja, mein jetziges Loadout für die Zuschauer, die sich hier nicht so sehr auskennen, ist Warframe Nova Prime, Primärwaffe Bolter Prime, Deku, der muss ich nachschauen, Deku Prime, und die Mini-Waffe ist die Boltes. Die Boltes ist eine interessante Waffe, weil die Boltor, die Primärwaffe, als Material braucht. Sowie die Kronen, eine andere Mini-Waffe. Ja, sowas gibt es doch gerade. Es gibt Waffen, die du aus Waffen bauen musst. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Das ist ja zum Beispiel auch bei den Dual-Wielded Weapons so. Und dann brauchst du die Dual-Wielded Weapons teilweise für andere Sachen. 5000 und etwas Bonus-XP. Aber wenn du gerade dabei bist, erklär doch mal, was diese Prime-Sachen sind. Die habe ich nämlich auch noch nicht verstanden. Okay, Prime-Sachen sind leicht verbesserte Versionen von den Standard-Versionen sozusagen. Die bekommt man im Void. Oder auch Derelict, aber Derelict sind wenige Missionen, sag ich mal. Für den Void muss man bestimmte Schüsse sammeln, die kriegt man in gewissen Missionen, zum Beispiel Interception, Verteidigung, Survival. Bei denen ist es am öftesten, weil es dort einfach einfacher zu machen ist. Das ist ja das, was wir letztes Mal gefunden haben, dieser Turm 1. Genau. Und ja. Und da gibt es halt immer diese einzelnen Bauteile, diese Void-Bauteile lassen sich gut mit anderen Spielern handeln für Platinum. Vor allem, wenn es die sind, die Spieler haben wollen. Die wegen schwieriger zusammen sind. Aber diese Primes sind, glaube ich, auch Sachen, die man nicht per Platinum quasi per Geld so kaufen kann, oder? Nur unter Umständen, das ist jetzt der Prime Access. Ja. Das ist dann immer dieses eine Set, das im Moment im Angebot ist. Und es ist immer das neue Set. Ja. Finde ich aber an sich zum Beispiel eine coole Sache, dass man halt sich, dass es im Endeffekt halt Sachen gibt, die wirklich nur farmbar sind und nicht kaufbar. Oder halt nur begrenzt lange kaufbar und dann halt nicht mehr. Ja. Weil die Sachen sind aber auch begrenzt lange farmbar. Zum Beispiel Ember Prime, Sicarus Prime und die Glaive Prime. Sowie, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, was die Primärwaffe war, die dazu kam. Ich glaube, da kam keine.
werden rausgenommen, sobald Trinity Prime jetzt bald rauskommt. Okay. Die wirst du nicht im Void sammeln können, bis der Rework kommt. Die wollen die Star Map komplett überarbeiten, weil sie das einfach... Ich meine, jeder, und damit meine ich ausnahmslos, jeder, der ein bisschen länger schon Warframe spielt, geht zum Level nach Draco. Das ist die Mission, wo ich vorhin gesagt habe, einmal Mission gemacht, alles auf Level 30. Und zum Geld sammeln geht jeder auf Semeni. Oder Draco, weil sie halt, naja, auf Draco spezialisiert haben oder so. Ja, das ist natürlich quasi für ein Spiel irgendwie ein bisschen bescheiden, wenn nur eine Map gespielt wird. Genau. Das wollen sie ja auch nicht. Natürlich gibt es noch Arkwing, was einfach traumhaft ist. Was du ja noch nicht gießen kannst. Schaffe ich schon noch. Aber ich kann mich erinnern, dass als ich das am Anfang gespielt habe, dass es da die Star Map überhaupt noch gar nicht gab. Von daher bin ich froh, dass es das überhaupt gibt. Da war das alles als Liste im Menü. Vorher war einfach nur ein Gitternetz. Die war zufällig. Ja, das ist also ein Punkt von. Also, dieses ganze Schiff wirkt wesentlich sympathischer, als es früher war, weil man halt. Man hat das Gefühl, man ist in dem Spiel. Es ist, am Anfang war es halt so, okay, ich bin halt im Menü und wähle was aus, dann spiele ich das immer wieder. Aber so bin ich halt durchgehend im Spiel. Mein Charakter macht da keine Outgame-Pause. Ich habe keine Ahnung, wo du hin bist. Aber hier liegen Leichen. Ich laufe oben drüber auf Oh, ich bin zurück zum Spawn gelaufen. Das war natürlich nicht so geschickt. Fusionskern Gold. Jo, wir könnten jetzt zwar schon gehen, aber wir müssen das sammeln, gell? Ja. Also sammeln wir mal weiter. Was du willst, die ziehen ja mir immer noch die Lebenserhaltungsdinger ab. Ja, natürlich, aber es kommen ja immer wieder welche neu nach. Ja, aber ich hasse das, ich finde das so nervig. Ja, es ist... Ich fand früher Survival auch nicht so toll. Aber ich finde es inzwischen angenehmer, aber als Exterminator oder so. Ich versuche gerade erstmal herauszufinden, wo du bist. Da. Oh, hi. Hallöchen. Warst du hinten? Da. Nein, das geht noch. Das bist nicht du. So. War ich so ein weiteres an, hä? Oh, ich sollte aus diesen grünen Dingern raus, bevor ich ganz tot bin. Gute Idee. Oh ja, du bist fast tot. Und ich frage mich, mein Schild ist doch gut, warum kriege ich die ganze Zeit Warnung, dass ich verletzt werde, ja? Ja, Gift geht durch Schilder. Ja, genau, das habe ich vorhin auch mal, weil ich schon komplett gesagt hatte. Als wir noch beim auf Venus waren, gegen den vierbeinigen Boss, Chakar. Das war so als Gift, also Schaden 2.0, als es eingeführt wurde, sodass wir auch einen Giftschaden machen können und so. Okay. Dann die Embolus raus. Das war eine Pistole, also Offhand, Secondary. Die hat einfach nur einen reinen Giftwort gesprüht. Das heißt, die Waffe ist komplett durch Schilder durchgegangen. Was praktisch den Boss, Chakal, in 2 Sekunden durchgeführt hat. Ups, ich glaube, ich liege am Boden, weil er gerade eine Giftwolke war. Passiert. Mach ein bisschen Reichweite hier. Sei du für die Gegner, nicht für uns. Wie lange empfiehlt es sich eigentlich im Normalfall hier so 20. zu grinden? 20? Wie 20? 20 Minuten. Ah, okay. Weil, jetzt kommen wir mal zu einem anderen Teil, der sehr wichtig ist. Ich glaube, das habe ich schon gehört, aber erklär es, das dürfte den Zuschauern weiterhelfen. Mit den Rotationen. Es ist echt auch sehr im Boy. Missionen, die eine dauerhafte Missionsart haben, wie zum Beispiel Excavation, Survival, Defense. Die Fans war das, was wir vorher mit diesem lustigen Auto hatten. Jo. Tun in regelmäßigen Intervallen praktisch ein Reward geben. Excavation ist, wenn du ein neues Seil ausgebuddelt hast. Survival alle 5 Minuten und Verteidigung alle 5 Wellen. Die Rotationen sind Reihenfolge ist praktisch A, A, B, C. Und wiederholt sich immer wieder. Und das sind praktisch die verschiedenen Loot Tables. Und C gibt wahrscheinlich naheliegenderweise das coolste Zeug, weil es der höchste Buchstabe ist. Ich denke, zu der Überlegung kommt jeder von alleine, egal ohne ob er weiß, was es da tatsächlich gibt oder nicht, aber man möchte C haben. Es gibt eine Mission, die Regel nicht befolgt. Das ist eine
Verteidigungsposition für Arkwing. Die macht A, 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 B, B, C, D. A, 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 B, B, C, C. Gott, ist das verwirrend. Aber wenn man da lange durchgehalten hat, gibt es gut. Jedes doppelt. Okay. Weil die macht erst zweimal Welle 5, dann zweimal Welle 10, dann zweimal Welle 15 und dann wieder zweimal 20. Okay, wenn man dafür zweimal C bekommt, dann lohnt sich das ja auch. Wenn man so lange durchhält. Wenn du halt 40 Minuten drin bleibst, bekommst du zweimal Welle 10. Natürlich. Es könnte aber auch deswegen sein, weil das Interessante an dieser Mission ist, ja zwei Punkte, die du verteidigen musst. Und einer kann dabei kaputt gehen und die Mission bricht nicht ab. Okay. Das heißt, wenn du theoretisch nochmal 25 Minuten drin bist... Kannst du auf dieses lilane Ding hier mal draufhauen? Das schaffe ich alleine, glaube ich, nicht. Ich stelle mal mit. Da kenne ich so einen Trick. Selbstmord. Und alles andere auch schon. Ich drauf dich mal hier. Oh. Ich habe das so ein Ding, das ich machen kann, das praktisch alles kaputt macht, aber ich laufe Gefahr dabei, mich selber kaputt zu machen. Einfach weil meine Wurfmesser leicht explosiv sind. Und das ist. Wie mache ich denen gefühlt kaum noch Schaden, dem jetzt? Na, du machst schon Schaden durch das, Ding, wo ich da mache. Also ich krieg mit einem Magazin krieg ich so einen Deppen nicht kaputt. Konzentriere dich auf kleinere Viecher. Die kleinen explodieren nämlich auch und machen dann großen viel Schaden. Das sind aber gerade nur große Viecher, was soll denn das? Ja, okay, das ist eine andere Geschichte. Da ist was Kleines, da ist was Kleines, das erwische ich. Na, die Explosion war jetzt noch nicht so atemberaubend. Da ist Loot. Den will ich haben. Fall runter. Geht doch. Bergungsgut. Nein, das ist nicht das, was ich suche. Ja, Bergungsgut ist auch so eine Ressource. Eine Ressource, die sehr unnützlich ist, ist ja Alloy Plates, Legierungsklappen. Ich bin der lebende Beweis dafür. Ich habe über 3 Millionen davon. Ja, ne? Wie war das? Man kann dieses Zeug nicht verkaufen? Ja. Habe ich euch auch schon geguckt, weil ich habe doch von bestimmten Dingen echt viel. Kann man die nicht einfach verkaufen? Leider in deinem Fall möchte ich eigentlich, ist es nicht wert, sich zu verkaufen. Naja, wenn man Credits also, braucht, wird man erfinderisch, ne? So, die Nanospawn, denkst du dir jetzt vielleicht, oh, ich habe viel davon, brauche ich nicht. Naja, da weiß ich ja schon, wofür ich sie nutzen kann, die werde ich mir wohl aufbewahren. Aber ich glaube, Bergungsgut war eins der Dinge, wo ich mir dachte, da habe ich richtig viel im Verhältnis. Da könnte man ja ein bisschen runterdrehen. Kann man nicht. Ja, Bergungsgut ist auch eine Sache, die man echt nicht so oft braucht und nicht so viel. Nämlich diese Energie. Ich muss ja meine Freundschaft sein, damit ich das Ganze selbst fertig bin. Wir können auch bei 5 Minuten ausgehen, wenn das sonst zu stressig ist. Solange wir das schaffen und überleben, ist, also solange du sicherstellst, dass wir das überleben, habe ich da kein Problem mit. Ich renne dann so lange rum und loote Dinge. Das kann ich besonders gut. Wie bitte? Ich renne einfach so lange rum und loote Dinge. Das kann ich besonders gut. Oh. Und ab und zu drücke ich mal auf 4. Ungefähr jetzt. Ja. Das Problem ist, das killt die Dinge halt nicht. Ja. Aber zumindest nicht alle. Du würdest dich eigentlich wahrscheinlich mit Ember ganz gut machen. Weil Ember hat auch die Fähigkeit, die machst du einfach an und dann brennt einfach alles um dich herum, bis du keine Energie mehr hast. Oder du machst aus. Ausmachen, das verstehe ich nicht. Dann macht nicht so seine Fähigkeiten aus. Also. Gut, ich habe bisher keine, die man ausmachen kann, dementsprechend kann ich das nicht so ganz beurteilen, aber prinzipiell ist Ausmachen doch voll doof. Ich sehe mich noch einmal. Kapseln, also Dinge, die ich auch gut machen kann. Oder bist du schon bei der Kapsel? Nee, ich will doch im Raum. Ich suche nur gerade was. Ich glaube, du warst aber in einem anderen Raum als ich, zumindest wenn du weiterhin das blaue Männchen bist. Nee, ich bin nur am rumtrollen. Wo die Gegner nicht hinkommen. Ja, solche Stellen gibt's. Glaube ich. Also ich habe noch keine Augen gehabt zumindest. Oh shit. Ich komm schon mal. Ich freue mich schon mal.
Ja, ich lebe noch. Oh, ja, ich muss jetzt nur wieder wegrennen. Ich dachte mir nur, ich hole die Lebensdinge und das hat nicht so gut funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte. Das Leben Jesu, so wie wir gedacht haben. Dieses Gift ist echt ätzend. Alles andere könnte ich locker ignorieren. Ja. Gift ist selbst in den selbst die besten Spielergruppen. Wenn so ein Toxic Eximus sogar mal, oder Venom Eximus, das sind auch mal die stärkeren Versionen davon, mal durchkommen, die Verteidigungslinien, dann klatschen die einfach deine besten Tanks einfach in den, an die Wand auf die Maus. Schau. Fusionskern. Und meine Fusionskern und meine Schwerter verbessert. Scheinbar. Nice. Wo bist denn du gerade? Du brauchst nie ein bisschen Leben, kann das sein? Ich kann immer Leben gebrauchen. Kommen wir mal her. Da. Bitteschön. Dankeschön. Naja, für manche war es wundert, was ich mache, was meine Fähigkeiten sind von Nova. Die Fähigkeit, die alle Gegner so blau leuchten macht und langsam explodieren lässt, ja, und langsam, ist die, nennt sich Molecular Prime. Das ist meine vierte Fähigkeit, was normalerweise 100 Energie. Oh, es dauert 3 Capture. Mit Effizienz kann ich das verbessern. Des Weiteren, was sie noch zusätzlich macht, ist, dass Gegner doppelten Schaden von Spielern nehmen. Oder generell von jeglicher Schadenquelle. Cool. Das Interessante ist, desto höher meine Powerstärke ist, desto langsamer werden Gegner. Es gibt sowas, was auch sich Speed nochmal nennt. Da ist es genau umgekehrt. Da machst du dein Deck, machst du mit einem bestimmten Mod deine Reichweite höher. Aber dafür, also das betrifft aber nur die Explosionsreichweite von dem, wie hoch sie explodieren. Nicht wie weit sie es ausfallen, das ist Dauer. Okay. Und so, nebenbei, was immer so eine Sache, die nicht klar ist für neue Leute, weil es, naja, wie soll man es denn wissen? Jedenfalls macht er auch gleichzeitig die Stärke runter. Und wenn die Stärke unter 100 geht, also 100, unter 100%, werden Gegner natürlich schneller. Warum man das will? Naja, viele sind ungeduldig. Wir wollen nämlich so eine Verteidigungsmission. Wir sollten uns langsam mal ein bisschen Life-Support aufholen. Ja. Ich mache mich da mal auf den Weg hin. Ganz andere wollen Frage, wir. Was bringen eigentlich die Nav-Cords, die man zwischendurch finden kann? Das ist eine Origin Derelict-Mission. Das ist praktisch wie die Void-Mission, nur von Infested überrannt. Okay. Und die ist interessant, was sie haben, dass diese Mission auch einen sogenannten Vault haben. Ja, von dem habe ich gehört, da muss man bestimmte Schlüssel mitnehmen. Genau. 4 Stück, jeder kann einen mitnehmen. Die machen halt ätzende Debuffs. Aber wenn man dann das Vault findet, kann man da drin noch ein so lustiges Ding abholen, was dann für alle einen geilen Reward gibt. Ja, das sind die sogenannten Corrupted Mods, wozu dieser Plus Reichweite Minus stärklich ist. Die sind nur im Vault. Mir fehlt sogar einer von denen. Schämlich, wie kannst du nur... Ich weiß. Richtig. Naja, vielleicht komme ich ja irgendwann mal so weit, dass ich gut genug bin, die zu farmen, dann kann man das zusammen machen. Theoretisch könnten wir das bereits schon machen, wenn wir zwei andere hätten. Ja, nee, ich bin vollkommen zufrieden mit dem Dinge farmen für normale Sachen erstmal. Ja, das geht dann so. Erstmal musst du ja deinen normalen Mods hochleveln. Richtig. Und dafür habe ich schon nicht genug Geld. Ah ja, kleiner Tipp. Platinum eigentlich nur für Sachen wie Waffenslots und Waffenslots ausgeben. Für alle, die neu anfangen, spart euer Platinum. Außer ihr wollt Geld ausgeben, das ist natürlich jedem selbst überlassen. So, natürlich, selbst wenn ihr Geld ausgebt. Denn ich hab viel Geld in dieses Spiel reingestellt. Beschämend viel Geld. Du wolltest darüber reden, wie wichtig es ist, Slots zu kaufen. Wenn, das ist das Einzige, was sonst ein bisschen doof zu erreichen ist. Außer natürlich, du bist doch gerade hier und die 500 Referral-Link, Leute. Ich glaube nicht, dass ich den Luxus bekommen werde, auch wenn das ziemlich cool wäre.
Ja, das wäre richtig. Ich habe gestern ein Video gesehen von, was war's, iFlynn oder sowas, der hat, hat bisher nur auf Konsolen gespielt, hat sich da jetzt einen PC-Account erstellt und hat dann halt auch seinen Referral-Link vorher gepostet. Und im ersten Video auf dem PC hat er sich dann hingestellt und wollte eigentlich nur seine Clans-Einladung von sich selbst suchen und hat dann gesehen, wie viel Zeug er darüber bekommen hat und hat dann irgendwie, ups, ich segel schon wieder runter, hat irgendwie 5.500 Platinum gehabt und alle Referral-Sachen, die man sich vorstellen kann. 5.500 ist tüchtig. Also das ist wirklich tüchtig. Er meint, es ist mehr, als er jemals auf seinen anderen Accounts bisher hatte. Ja, klar. Weil halt einfach so, und dann halt auch... Ich hätte auch nicht so viel. Es kommt ja dazu, dass das... Ich glaube, man kriegt ja für Referral selbst teilweise was und halt, wenn Leute, die er referred hat, sich was gekauft haben, kriegt er... das Brett. Ja, das heißt, dementsprechend viel haben die Leute gekauft. Ja. Also Leute, wenn ihr mich als Referral angebt und was kauft, ich sag dazu sicherlich nicht nein. Das finde ich an sich auch eine coole Sache, dass man das halt so machen kann, weil oftmals überlegen sich Leute ja, möchte ich jetzt irgendwie jemandem was spenden oder will ich mir selbst irgendwie was kaufen? So kann man sich halt was kaufen und gleichzeitig jemanden damit mit unterstützen, ist doch voll cool. Ja, das geht halt nur, wenn er vorher noch nicht gespielt hat. Wie bitte? Das geht halt praktisch nur, wenn jemand vorher noch nicht gespielt hat. Ja, okay. Wobei es ja auch Leute gibt, die sich dann aus Spaß einen neuen Account machen, um da irgendwas mitzumachen an Events oder so. Ja, das... Ja, das ist ja besser. Also den zweiten Account zu machen, theoretisch für mitmachen, aber niemals den zweiten Account Platin kaufen. Das ist Unsinn. Das ist... Oh. Ja, und was ich mir halt vorstellen... wir sind bei 20 Minuten. Ja, wir gehen raus. Und das ist eine sehr, sehr peinliche... Ich weiß nicht, was die dazu suchen haben. Normalerweise sollen ich glaube, endlich Schwierigkeiten übergeben. Was ich, also, was ich mir vorstellen kann, was da halt auch passiert sein kann, da der Typ bisher immer nur auf Konsole gespielt hat, kam halt dann dazu, dass die Leute sich gedacht haben, ey, dann kann ich, wenn er jetzt PC spielt, mache ich mir halt auch meinen PC-Account. Um mit ihm zusammen zu spielen. Na, dann schwupp. Jo. Wie viel davon ist inzwischen? 7000 und was. Wow. Aber das sind halt 4 Jahre lang gesammelt. Das heißt, dementsprechend viele davon sind halt einfach nicht mehr aktiv. Ja, ja. Das muss man halt dazu sagen. Ich bin in einem Raum gelandet, in den ich nicht musste. Was hier? Runter. Ja, runter. Zum höchsten Spiel erwartet auf dich, das sollte ich hinbekommen. Ja, 8, 7. Mission complete. Excellent work, Tenno. Turm 3 Gefangennahme. Tüchtig Geld, oder? Ja, 14,5, 7,5, 4.000. Hast du die neuralen Sensoren? Ja, 2 Stück sogar. Sehr gut. Ich habe 3, aber... Ich habe eben meine Sonnen für mich. Einer würde ja schon reichen. Ja. Und da waren noch Dinge, Bergungsgut, NAV-Koordinaten, Fieldrohnenproben, einige Fusionskerne. Aha, 6 gelbe Fusionskerne. Oh, goldene. Goldene, ja, das ist nicht schlecht. Ja, sie sind tatsächlich golden, also. 5 silberne. Was waren denn hier diese 40% Loots? Kann ich das irgendwie einsehen, was das... die 5-Minuten Loots jeweils, also dieses A, B, C, kann ich irgendwie einsehen, was ich davon bekomme? Welches es davon war? Ich meine, das eine war die Cash mit dem Geld. Mhm. Also das Peinliche, sag ich ja mal. Weil normalerweise sollte es nicht bei 20 Minuten kommen. Wenn 20 Minuten kommt, weiß ich nie, was so schlecht ist. Und die anderen wollte ich gar nicht mehr werden, Mods gewesen sein. Lass uns schauen. Last Mission Results. Ja, Credits Cache. Genau, der Tower 3 Capture. Und... Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich Fusionskern oder so werden es gewesen sein. Ja, das bei 6 goldenen ist das, glaube ich, sinnvoll und die silbernen, das könnte auch davon sein. 6 goldene und 5 normale. Wahrscheinlich wird es 5 normale einer gewesen sein und einmal ein 3 goldene, weil das jetzt auch so. War ja gar nicht mal so schlecht. Dann kann ich mir jetzt ja aus Prinzip schon das nächste Teil anfangen. Nein, kann ich nicht. Ich brauche jetzt noch die 5 Rubero. Na egal, die kriege ich schon noch. Das Steuerungsmodul wäre noch cool zu machen, weil den Rest kriege ich alleine gefahren. Beim Steuerungsmodul habe ich keine Ahnung, wo ich gucken muss. Steuerungsmodul. Oh. Das ist kein Steuerungsmodul. Oh,
Void hat Steuerungsmodule. Ja, stimmt, Void. Level 1er Void, sind einfach. Ja. Machen wir mal eine Level 1er Defense gleich. Es ist die einzige, die ich habe auf Level 1. Ich habe 33 Defense, 36. Okay, Stamina. Dann such du eine aus. Soll mir egal sein. Ich bin einfach danach gegangen, welche ich habe. Von so Einzelnen, also alles aus der Sabotage, habe ich echt viele Keys. Dann such du eine aus, abhängig davon, was du machen willst. Exterminate ist am einfachsten immer eigentlich, weil du hast immer eine begrenzte Anzahl an Gegnern. Und dann sind es keine Gegner, die in den Rücken fallen, wenn du ordentlich arbeitest. Das ist richtig angenehm. Und du kannst schön, langsam und taktisch vorgehen, wenn du willst. Natürlich jetzt auch ganz blazing durchrennen. Taktisch vorgehen, das war das mit dem laut schreien und wild um sich schießen, oder? Ja. Sehr gut, das verstehe ich. Einfache Strategien, die auch ich hinbekomme. Scream, aim, fire! So. Okay. Oh, für mich starten wir ineinander. Was? Oh. Genau, ein paar Sachen über ein Void. Eine Sache, die ich letztens... Ich habe ja Nova Prime. So. Wenn ich jetzt in der Nähe von diesen Death Cubes hier gehe, gibt es Energie. Okay. Okay, bei denen nicht, weil die irgendwie nicht das nicht wollen. Ich kann mich nur erinnern, dass es solche Kugeln auch gibt, die aufgehen und ätzend sind. Ja, das sind eigentlich alle. Und hier gibt es ganz viel Loot zu holen. Okay. Ich versuche mal hinter mit dir mitzuhalten und meinen Scanner auszupacken. Ganz viele Schränke, die mit, oh, mit Loot gefüllt sind. Container. Sagen, für die eine Archwing-Mission war ich auch in so einem Ding unterwegs. Ja, genau. Das war deine erste Sabotage-Mission, glaube ich. Ja, Sabotage war das. Ich musste das Portal sabotieren und die Dinger finden. Das Portal sabotieren war einfach, Dinger finden war ätzend. Ja, das ein kleiner Tipp. Diese Dinger sehen erstens, was du ja dann wahrscheinlich gesehen hast, sehen anders aus. Und die haben so ein summendes Geräusch. Oh, das kriege ich doch nicht mit, wenn ich gerade damit beschäftigt bin, Selbstgespräche für die Aufnahme zu führen. Genau, deswegen dachte ich mir, das ist eine Sache, was du als Neuer gar nicht wissen kannst. Aber die haben ein sehr, sehr, sehr hohes Geräusch, so Summen. Okay. Machst du irgendwelche Dinge, die meine Waffen Nahkampfwaffen beeinflussen? Die sind auf einmal so blau. Nö. Warum sind die nicht blau? Habe ich da gerade etwas installiert, was ich nicht mitbekommen habe? Vielleicht hast du die... Nee, ich werde das nicht haben. Und die waren vor allen Dingen vorher noch nur Feuer in der letzten Mission. Oh, ich habe ein Steuerungsmodul bereits gefunden. Sweet Baby Jesus. Das eine Mal, wo ich gucke, was ich droppe, und es ist direkt das Steuerungsmodul. Sehr geil. Ich muss bei dem Void aber irgendwie immer an das Engelsgebiet in Diablo 3 denken. Das sieht ihm so unheimlich ähnlich. Keine Ahnung. Also das sah cool aus und ich finde, es sieht auch hier cool aus, aber es war einfach dieses... Diese Ähnlichkeit ist schon verblüffend. Hier ist natürlich auch wieder Loot. Ja. Mehr Credits, mehr Munition. Wenn wir Giftmissionen haben, finde ich nie HP. Und hier ist in jedem verdammten Schrank Gesundheit. Ja. Ja. Aber so ein HP, den gibt es nur 25 Leben. Also. Das ist immerhin mehr als das, was ich hinterm Ende hatte. Also von daher. Ja, nee, ich meine, ich war so gesagt, im Council beschweren sich. Also, du weißt, was das Council ist? Nein. Okay, Council. Aber ich habe gerade ruhige Hand gefunden. Oh. Okay, warte mal, bevor du den Aufzug aktivierst. Einmal hier nach oben. Ah, da war die Tür. Okay, der ist in seinen Tod gesprungen. Oh, das schaffst du. Du schaffst es. Natürlich. Du schaffst es, hey. So. Hier rum. Geheimraum. Geheimraum, der Dinge zu bieten hat? Ja, der Geheimraum, der Dinge zu bieten hat. Rubero finde ich auch. Oh, das ist ja eine super Kombination. Da muss ich dann nachher nur noch die Plastide fahren. Boah. So, entweder kannst du nach unten hüpfen, den Aufzug nehmen oder hochspringen, wie ein Verrückter, so wie ich. Ich nehme den Aufzug. Dip, 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 dip. Hast du dieses blaue Licht da gelassen? Ja. Nova, ein Skill, der manchmal vergessen wird. Sie kann Portale machen. Aha. Lauf mal rein. Was? Wie? Wo? Hier.
Husch! Ah! Hat begrenzte Neutronen. Und einen kleinen Cooldown. Oh, nochmal drei Kontrollmodule hier. Moment, ich räume gerade einen Raum rum und der dann komme ich. Wobei der Raum hat irgendwie nichts zu bieten. Nein, toll. Wirklich nicht? Ja, eine Kiste, wow. Drei Stück auf einmal, geil. Ja, ja. Oh, noch ein Raum. Ja, ich bin daneben gehüpft. Das ist eine Röhre, das ist gestorben. Natürlich. Dinge, die ich nicht instant hinbekommen sollte, weil jemand anders sie vor mir nicht richtig gemacht hat. Natürlich kriege ich das hin. Lass mich raten, mal so Steuerungsmodule braucht man wahrscheinlich irgendwie für jeden Helm einmal? Ähnlich mit, glaube ich, Neural Sensors. Die brauchst du auch jedes Mal einmal. Und Formas brauchen das. Aber Formas musst du dich auch nicht mit auseinandersetzen. Okay. Forma ist so der, so eine Art Trinkets, die du im Void findest, ganz viel. Aha. Bahnhof, okay. Wenn du lange gespielt hast, auch daran denken, wie viele andere. Ich meine, ich habe mein Dojo fast komplett aufgebaut. Jeder einzelne Raum im Dojo braucht seine Forma. Du hast das Dojo gesehen, da viele Räume, gell? Ja, ich habe viele Räume gesehen und bei keinem Ahnung gehabt, was er macht, also habe ich sie alle ignoriert. Die meisten Räume machen nichts. Nur die angrenzen von dem Raum, in dem du spawnst, machen irgendwas. Hier in der Mitte ist ein Dingsbums gedroppt. Mod. Wie bitte? In der Mitte auf der Säule ist gerade ein Mod gedroppt, der müsste für dich ja auch da sein. Jupp. Es sind auch noch andere Passagen passiert, zum Beispiel die Turrets. Ne, die Turrets sind nicht an. Aber es sind ein paar Laser an. Aha. Da war Loot, also bin ich auf den Loot drauf gesprungen. Ja, klar. Da gibt's noch mehr. Auch eine Sache, was du machen kannst, ist den Scanner. Das ist hier unter uns rot leuchtend. Genau. Wollte ich gerade sagen, das unten sind Laserplatten. Der Boden kann ihn nämlich aufgehen unter Umständen, wenn du auf die mittlere Plattform drauf sapst und dann sind ja Laser im Rollen zu bringen. Jetzt überlege ich aber gerade, da müsste noch Loot sein irgendwo. Also direkt Loot, noch ein angrenzender Raum, wo die wir nicht hergekommen sind. Der Wasserkasse, oder? Ich glaube, hier oben waren wir, in die andere Richtung waren wir noch nicht. Da waren wir hergekommen. Sicher? Ja. Ja, ich sehe es. Die Map zeigt es nicht richtig. Frechheit. Und der Aufzug ist weg. Müssen wir es wieder herholen. Kein Aufzug. Wenn du auch eine starke Sekundärwaffe haben willst, würde ich dir empfehlen Hiku. Hiku, ja, das habe ich auch schon gehört. Das sind diese Wurfsterne, oder? Ja, Wurfsterne, genau. Ja, die habe ich auch schon auf meiner Liste von Dingen, die interessant sind. Die sind jetzt sehr kurz und sehr mächtig geworden. Weil diesen Mod gibt, der eine 80%ige Chance gibt, zu explodieren. Was den Schaden extrem in die Höhe treibt. Okay. Also ich hab halt nur die Dinge, die ich auf YouTube gesehen habe, immer dann aufgeschrieben, wenn jemand gesagt hat, das und das ist gut, weil. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, was es ist. Das weil habe ich mir noch nicht gemerkt, das kriege ich dann wieder heraus. Ja. Ich meine, das sind lauter Begriffe von im Spiel und so. Ja. Soll ich die Waffe verwenden, hier praktisch um den Raum komplett alle Container aufzureißen. Und die Turrets dabei auszuschalten. Goldene Patrone, extra lokalisiert Schaden. Goldene Patrone. Ja, als Mod. Oh wow, die heißen im Deutschen wirklich einfach anders. Die sind nicht mal übersetzt, die heißen einfach anders. Wobei ich das schon wieder cool finde, weil ich hasse es, wenn so diese schlechten Deutschübersetzungen. Ja, natürlich. Das ist aber dann besser einen originellen Namen entwickeln, als es scheiße übersetzen. Ja, natürlich. Aber woher willst du wissen, von was ich rede? Noch ein Geheimraum. Beim Baum runterfallen in der Mitte. Beim Baum runterfallen in der Mitte, okay. Ja, ich habe bei Game of Thrones so einen Anfall bekommen, als sie das übersetzt haben. Und dann sind die ja noch auf die Idee gekommen, nachdem sie die Serie gemacht haben, die Bücher alle neu aufzulegen mit der deutschen Übersetzung. Und ich dachte mir, habt ihr an alle einen Schaden. Und wie war dieser Raum? Eher langweilig. Ja, normalerweise hat er ein bisschen mehr. Moment mal, kann man da auch durch? Oh, war da war Loot. Oh wow, hier ist noch ein Reichweite-Mod für Ego hier, ich sehe ihn nicht mehr. Oh, das ist gerade was in der Wand. Der Wand in der Wand. Oh, das ist ein Problem für dich.
Und Kontrollmodule, zwei Stück. Hier hinter der Wand. Ich weiß nicht, ob du rankommst. Lass uns schauen, welches hier nur. Ich hab was gefunden. Das lag da vor der Wand. Was war's? Ablenkung, Mod. Ja, aber den hier kannst du nicht kriegen, gell, das hier. Moment, ich komm nochmal. Ich bin wahrscheinlich einfach schlecht gelaufen. Ist mir gefallen, ne? Ne, ich befürchte, das werde ich nicht bekommen können. Da komme ich bis auf 3 Meter ran. Ja, dachte ich mir schon fast. Aber hey, ich habe schon einige gefunden. Sind hier noch ein Gegner? Nein, es sind keine Gegner mehr. Also, was heißt keine Gegner mehr? Wir haben das Ding erfüllt. Ich war nur verwirrt, weil der Raum war noch hoch angezeigt. Und das heißt normalerweise, hier ist noch ein Gegner. Verdammt, wo war jetzt? Da war die Treppe. Ich habe vor allem nicht mitbekommen, dass wir schon fertig waren und dachte mir die ganze Zeit deswegen so, wo kommen jetzt mehr Gegner? Wir müssen doch noch was töten. Hier sind noch mal Kontrollmodule. Ah, da hinten. Das ist wieder unerreichbares Rubedo für dich gewesen. Hinter der Wand. Das ist auch so eine Sache, warum man Carrier haben will. Er kann den Loot, der hinter der Wand ist, einfach hersaugen. Das ist natürlich nicht. Ja. Dann geht das auch kein Loot mehr. Wunderbar. Reicht ein Extraktionspunkt. Yay, ich hab's geschafft. Yay. Und wir bekommen Voltor Prime Stock. Na, ist das mal nicht eine tolle Überraschung? Ui. Lass mich raten, davon braucht man aber auch mehrere, bis man sich Voltor Prime machen kann. Voltor Prime Blaupause fehlt noch, Voltor Prime Receiver und Voltor Prime Barrel. Und wahrscheinlich mindestens ein Bolter, oder? Nein. Nein? Wow. Nein. Nur die. Allerdings, ich verdiene verschiedene Missionen. Argon-Kristall? Das kann man zum Glück in der Wiki nachschauen. Ach, geladene Patrone heißt das Ding. Upsi. Warum habe ich denn da goldene gelesen? Voltor Prime, ich gucke mal schnell für dich. Was macht denn der Argon-Kristall? Du hast einen Argon-Kristall bekommen. Du tust mir jetzt leid, du kannst ihn wahrscheinlich fast nicht verwenden. Argon-Kristalle ist eine seltene Ressource, die du nur im Void kriegst. Die haben eine Halbwertszeit. Super! Ja. Genau. Da kann ich ja wirklich viel anfangen. Ja. Was du theoretisch machen könntest, wäre mal unter Waffen schauen. Also Ich fange erstmal an, meinen Helm zu bauen. Natürlich. Dann brauche ich nämlich nur noch die Systeme, davon kann ich mir nachher dann von Rohplastide farmen. Das ist in Ordnung. Ich überlege ja, welche Waffe. Und ich könnte mir noch ein Hitzeschwert craften. Nein. Das nimmt zu viele Waffenslots weg, die ich nicht brauche. Und ich kann. Wie viel Argon-Kristall hast du bekommen? Ein? Ja. Das ist doof. Weil der hier braucht zwei. Wie viel braucht denn was das? Sagt denn die Wiki? Das kannst du nicht herstellen. Thomas braucht auch zwei. Stira braucht die? Nein. Sonicor zwei. Pulsar ist eh gelockt für dich und braucht 8 Tellurium. Also kann man das komplett vergessen. Angstrom ist auch gelockt, braucht E2. Istuk braucht keine. Und der Primärwaffen, ich habe es komplett vergessen, da ist alles X-Fehler, was die braucht. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Wo sehe ich denn bei einer Waffe in der Wiki, wie viel XP man dafür braucht? Das kann ich dir nicht so sagen. Wenn ich 22 mehr Oxium hätte, könnte ich mir damit Kürst machen. Kürst? Ja, ich sehe es gerade, für einen Dagger. Ja. Das Oxium ist die 22 in einer Mission garantiert. Ja, dann haben wir heute eine monsterlange Folge, damit kann ich leben, aber ich will keine neue anfangen, also machen wir das noch. Weißt du, wo ich das bekomme? Natürlich weiß ich das. Dann kaufe ich mir die Blaupause schon mal, wenn ich da gerade drin bin. Credit habe ich tatsächlich nach den letzten Missionen auf einmal auch wieder ein paar mehr. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist, dass ich auf einmal Credits habe. Muss ich aber echt mal gucken, diese Ice Storm. Ja, das ist die, die ich dachte, was es ist.
Denke ich. Ich muss mal schauen, ob ich die überhaupt habe. Das muss jetzt mal getestet werden hier. Sonst wäre das ja hier. Was ich übrigens bei Warframe auch super finde, es unterstützt Windowed Borderless Modus. Das ist voll super. Ja, ich weiß, gell? Als YouTuber und Streamer ist das ein Segen. Ein Traum. Das bräuchten viel mehr Spiele. Ja. Das hoffe ich nämlich mal laufen. Borderless Window. Ja, das Schöne ist, ich kann halt raustaben geht ja so oder so, aber ich kann halt raustaben und das haben nicht alle ein Standbild und denken sich, Hilfe, mein Spiel-Stream ist gestorben, sondern es geht halt weiter. Ja. Halte mal. Scheiße, ich habe auch keine Aura. Da hatte ich noch einen weißt du, was wir machen können? Deine Acme-Quest, da kommen die Gegner, die das auch droppen. Ja. Das sind nämlich die Oxium-Drohnen, diese großen Orangenen, die sich selbst hochjagen wollen. Du weißt vielleicht nicht, welche ich meine. Ich habe viel mehr Angst, dass ich wissen könnte, was du meinst. Das sind welche, die sobald die diesen Schaden nehmen, rasen die auf dich zu. Ja, kenne ich. Fand ich zum Kotzen, weil die einfach so viel ausgehalten haben. Okay, jetzt stell dir vor, du machst doppelt so viel Schaden, sie sind Zeitlupe. Das kann ich mir schon... Ich habe meist einfach meinen Einsatzskill eingesetzt zweimal, dann waren die auch weg. Ja, dann... Ich bin ein sehr einfacher Mensch. Ich finde schnell die Taste 1, drücke drauf und dann verschwinden Gegner vor mir. Wie gesagt, ich finde Volt nicht schlecht. Ich habe zwar mehr Lust momentan auf Windows-Spielstil, aber ich mag den vom Konzept her. Ich drücke Tasten und dann sind Gegner weg. Das ist super. Ja, manche machen das Ich besser. Mag auch seinen Vierer-Skill jetzt, wo ich den habe. Der gefällt mir. Ja, ab Level 10 hast du den immer. Also, du musst die Mission anwählen, weil ich kann das nicht für dich. Wo finde ich die? Oben, das ist Navigation des X-förmige Dings. Achso, und dann welche davon? Die obere? Archwing? Ja, Archwing. Untere sind passive Quests. Wunderbar. Oh, dann machen wir da auch nochmal weiter. Weißt du schon, welche Teile du davon hast? Gar keine, glaube ich. Das heißt, wir brauchen Wings, Systeme und Harness. Also ich bräuchte noch so ein Orto-Dingsbums-Zellending, was für Rhino draufgehen soll. Orokin? Orokin-Zellen. Also Orokin-Reaktor. Diese Orokin-Reaktoren bekommt man nur durch Alerts. Nein, dann ist es nicht das. Das ist das, was ich für Rhino schon habe, was ich brauche. Aber das will ich halt für Rhino verwenden, also brauche ich für den Archwing dann noch eins. Achso, ja klar, natürlich. Das ist alles. Du siehst gerade diesen Stefan und Zimmeres labern, gell? Wie bitte? Diesen orangen Heini, hast du das gesehen an der Seite? Nein, habe ich nicht. Okay, gut. Ja, aber sonst wäre das sehr verwirrend eventuell für die Zuschauer. Es war für mich jetzt sehr verwirrend, weil ich krampfhaft versucht habe, einen orangen Heini zu finden und nichts gesehen habe. Ne, das ist so eine Transmission-Dingens. Der Laber von jemandem. Wie die Lotus immer zu sehen ist. Nur halt von jemand anderem. Da gibt es jemanden, der will praktisch, dass du Einheiten scannst. Mit einem speziellen Scanner von ihm. Lass mich raten, er will eine wissenschaftliche Untersuchung machen und am Ende stellt sich raus, er ist ein Arschloch? Er ist halt eine AI, eine intelligente AI, aber mit wenig Sinn fürs Lebende an sich. Lass mich raten, wir müssen dieses Ding hier verteidigen und wir müssten von denen die Energiezellen finden, um das aufzuladen. Was gerade kein Problem ist, ich bin schon dabei. Ja, ich habe auch gerade eine Energiezelle gefunden. 1% ist eine Sekunde Dauer. Ja. Und es füllt das Schild auf. Das heißt, wenn es kurz vorm Kapieren ist, Zelle hintragen. Auch eine Sache ist, wenn du eine zweihändige Waffe hast, Sekundärwaffen, Akimbo-Waffen, habe ich dann nur eine. Eine Zelle, schießt deine Hand doppelt so schnell, also muss ich keine Sorgen machen. Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte mir, ich schieße halt nur mit einer, ist in Ordnung. Nee, schießt doppelt so schnell. Was unglaublich lustig ist, bei sehr schnell, wie zum Beispiel bei der Hiku. Die Hiku ist die schnellste Wurfwaffe. Das sieht dann dementsprechend gleich aus. Wenn der Arm einfach nur verschwimmt. Mhm. Und alles hat vor die Umkehr. A scheint zu halten. B ist da, okay. Ist da, braucht noch ein bisschen, nehme ich an. Ja, noch ein Zelle. A ist praktisch fertig. Braucht nichts mehr. Leider noch nichts von die. Oh, ich muss Dinge im Nahkampf töten, fällt mir dabei ein. Was muss ich denn machen? Auch, Nahkampf.
irgendwie machen die keinen Schaden. Das ist komisch. Haben wir schon Wings. Das ist das Teil, das wir öfters schon sehen werden. Meiner Erfahrung nach. Wings. Und wir kriegen, glaube ich, jedes Mal, wenn wir einen Bohrturm durch haben, eine Chance, dass davon was kommt, oder? Jedes Mal. Das ist nur eine Chance, dass wir das Richtige bekommen. Ja. Und bei anderen Excavation-Missionen wäre dann wieder dieses A, A, B, C. Ja, und das ist meistens dann E-Mods. Also, A und B sind Mods und C sind dann Keys oder so eine Art. Das heißt, du bei Excavate spielt es weniger eine Rolle, weil es spielt ja nicht mehr in der, spielt ja nicht in der Folge, in welcher Reihenfolge, es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge sie runterkommen, sondern nur in welcher Reihenfolge sie fertig werden. Das heißt, wenn zwischendurch noch 5 kaputt gehen, geht eigentlich nichts verloren. Okay, das heißt, du kannst dann diese Dinge, wenn dir langweilig ist, auch einfach Dauer spielen, so gesehen. Diese Mission, ja, die Gegner. Ich glaube, ich habe gerade einen Bohrer gefunden. Ja, wunderbar. Hier ist fertig. Nochmal Wings. Ich hatte den tollen Fehler gehabt und hatte das erste Mal, als ich das gemacht habe, zweimal Wings hergestellt. Weil ich gedacht habe, hey, linker Flügel, rechter Flügel. GG, well yeah. Played. GG. Oh, dort hast du bist da. Hier kommen keine Gegner. Ja, die kommen irgendwie nur von da hinten, wo ich jetzt hergekommen bin. Super. Wo soll ich denn deine Zellen hernehmen, ihr Pissbacken? Also muss ich immer noch was im Nahkampf töten. Ich auch. Credits für immer noch nicht die Dinge, die wir brauchen, die ich brauche. Boxschirm, wie gesagt, nur von dem Sample gehen. Wie kommen noch? Ist es hier quasi auch so, je weiter man kommt, umso schwieriger werden die Gegner? Natürlich. Sehr schön. Das heißt, wir können einfach lang genug bohren, bis ich was habe. Auch ist das praktisch. Ich habe noch eine Zelle. So, dann haben wir den auch durch. So, der hat jetzt schon genug. Ja, das meine ich damit, ja. Also, machst du gerade. Bin ich so schnell. Ich fall nicht. Was macht denn der da hinten? Oh, das ist mein Synthesis-Target. Mach mal nicht mal langsam, ne? Was? Das ist diese Einheit, von der ich gesprochen habe, wo doch gerade jemand von den Scans sammelt. Ich hab das. Oh, er ist unsichtbar geworden. Oh, hat meine Energie geklaut. Das ist unschön. Fertig. Hat sich erledigt. Ich sollte mir angewöhnen, die Dinge auch alle einmal vernünftig zu scannen, aber ich bin wieder einfach mal zu faul für. Und Systeme. So, ich hab nur noch den Harness und dann haben wir es ja schon. Das ist ja nett. Ich glaube, ich bin an dem Punkt, wo die nächsten kommen und hier sind ein Haufen Gegner. Ich gehe mal lieber wieder auf meine Waffen. Gut, dann komme ich mal zu dir. Ich dachte mir erst, ich nehme die Energiezelle mit, aber irgendwie hat sich das nicht gelohnt. Ich räume mal ein bisschen leer hier. So. Oh, nach oben. Oh, shit. Ich habe den Aufzug genommen. Ich dachte, hey, wo muss ich jetzt hin? Weil der Aufzug rum war. Ich war so verplext. Ist schon wieder einer gekommen. Hopp, oh, noch einer. Au, ich glaube auch, um mich selbst zu hauen. Das Game has picked up a target. Go to the dig site. Ach so, so in dem Sinne, ja. Sind die vielleicht auch das ist irgendwie Anti-Moors. Anti-Moors, wenn du so diese kleinen blauen Kreise auf dem Boden siehst, nicht dagegen treten. wenn dann. Weil die schmeißen sich durch die Gegend, das ist unangenehm. Den nimmt Schaden. Ich geh mal hin. Ja, mach das mal. Ich suche gerade nach Zellen, um die ganzen Sachen überhaupt voll zu bekommen. Oh, der braucht mehr Energie. Oh, verdammt, nee, E war schon voll. Ja, E ist schon immer voll. Ja, ich habe da falsch rum verglichen. Oh, und da ist eine Kante der Map. Ich habe keine Ahnung, wie oft das funktioniert. Nope, der hat keine Energie mehr. Ich verprügele ja schon die Zelle. So, dann haben wir da hier Disco. Leiche, die ich da gerade vermöbelt habe. Ja.
Den ich glaube wirklich nicht. Wenigstens ist oh, Harnisch. Oh mein Gott, wir haben alles bekommen. Das ja, nur der Loot, den ich brauche, fehlt mir noch. Es gibt so ein Gerücht, dass ich ein Glücksbringer bin. Das Gerücht habe ich, glaube ich, schon mal vorher gehört. Hm. Du hast doch keine Energiezelle, du Nase. Alles bekommen. Nein, ich habe jemanden mal einen versteckten Loki Prime unterjubelt, bevor er es bemerkt hatte. Was? Ich habe praktisch eben diese Mission gemacht, die man machen muss, um die Loki Prime Teile zu bekommen. Er wollte Loki Prime nicht haben, weil er in seinem Loki schon diese sogenannte Formas verwendet hat. Womit du diese Symbole in den Mod-Slots verändern kannst. Okay. Und es ist ein recht großer Aufwand manchmal. Unter Umständen. Kommt auf Warframe. Ich habe mit ihm plötzlich alle Teile zusammengehabt. Das war ich einmal nach, dass ich das Ding war und so. Was? Wir haben das doch gemacht. Oh. Super, die haben eine Dickzeit gefunden, aber immer noch keine Energiequellen. Na, ein bisschen Backtracking. Wird schon. Na, hier die Dinge hat kaputt, ist absolut wild. Wenn die kaputt gehen, ist absolut kein Problem in der Mission. Auch wenn noch so viele kaputt gehen. Ja, das hattest du schon erwähnt. Ich finde das nur komisch, dass hier nicht genug Energiezellen spawnen. Nups, den habe ich angemacht. Doch noch mehr Gegner. Ich finde das teilweise sehr verwirrend, wie einem bei solchen Wegpunkten so Dingern einfach nur ein Stück nach vorne gezeigt wird bis zur nächsten Biegung. Und dann denke ich mir, ja, dann bin ich jetzt da. Wir haben das gemacht, damit Leute besser, damit es im Pathfinding besser funktioniert. Ja, kann ich mir vorstellen, aber ich finde sowas unheimlich verwirrend. Ich kann besser damit leben, dass ich eine Map aufrufen kann, sehe, wo das ist und meinen Weg alleine finde. Ja, das ist ja super, wenn du wirklich genau den Punkt auf der Map selbst siehst. Aber selbst dann hast du immer noch verwinkelte Räume am Ende. Und dann würdest du praktisch gegen eine leere Wand rennen, obwohl du einmal außen rumlaufen müsstest, sozusagen. Ja, aber das sind Dinge, von die finde ich. Damit kann ich leben. Das ist besser als ich renne, oh, ich bin ja noch gar nicht da. Ja, die wollen halt unnormale Optionen für solche Sachen haben. Ja, die wollen, kann dass ich. Die das eine. Das ist zu viel. Kann ich ja so, also ich kann die Argumentation dahinter, dass ich es mache, auch nachvollziehen. Ich kann mir vorstellen, dass es genug Leute gibt, die mit so etwas gut arbeiten können. Ich bin dann halt jemand, der es nicht so gut kann. Passiert halt. Ja, klar. Es sind halt Kleinigkeiten, aber nichts, was stört. Dieses Wochenende ist ja wieder Deathstream, gell? Ja, müsste. Das ist das, wo es danach dann Event gibt, wo man Dinge bekommen kann? Ja, auch. Da gibt es dann immer den Reaktor oder Catalyst. Also Orokin. Wenn sowas ist, sag mir Bescheid, ich verpeil das. Ja, werde ich. Nicht im Sinn. Ich habe ja manche Montage eins. Also nicht Trigger und so. Wow. Es droppt halt irgendwie gar nichts an Powerzellen? Ja, das ist nur in dieser Excavate-Mission so. In allen anderen normalen nicht so. Oder kann das damit zusammenhängen, dass wir alle Teile, die wir offiziell brauchen, schon haben? Nein, definitiv nicht. Also ich habe jetzt zwei gefunden. Okay, cool. Dann bringe ich die mal rüber zu F und zu D, also erst zu D ein, weil die brauchen noch eine. Hier sind so viele Gegner in Haufen. Ja, diese zwei Zellen. Ich habe hier gerade ein bisschen was. Hier sind lustige Strahlenmonster. Lustige Strahlenmonster? Also so Laufbeine mit Strahlen. Ja, Antimoas. Oder Rager. Und Energiezelle. Hopp. Und Dingsbumskern. Maximum Munition, ja, das ist jetzt noch nicht so spannend. So, A arbeitet wieder. Wunderbar, F ist gleich fertig. Jetzt ist das ein Laufding, das bunt-blaue Dinger schießt. Ja, dann. Super, das überlagert sich da unten. Oh nein, da war ein Ding, Rayamore da. Ich weiß nicht, wo du bist, ich bin ganz woanders wie du. Ich komme langsam mal wieder Richtung D. D ist. Oh, hier. Gleich fertig. Ich habe noch eine Energie gegeben. Mir tut langsam der Finger weh vom andauernden Shift drücken, um schnell zu sein. Ja. Ich habe schon Hornhaut am kleinen Finger. Die habe ich nur, wenn ich zu viel Gitarre spiele. Bei mir kommt von der Arbeit direkt. Nicht auf verschiedene Spielen. Wie lange dauert es ungefähr noch, bis wir... Ach, wir haben hier die ersten. Hier haben wir schon mal 11 Oxygen.
Oh ja, oh ja, ich sehe Dinge. Wollte ich gerade sagen, ja. Genau das. 8 habe ich davon aber nur bekommen. Kann es sein, dass du noch einen Bonus bekommst auf sowas? Kann sein, ja. Aber seltsam. Naja, ich habe 3 davon stellen. Ist jetzt nicht so, dass die Gegner selten sind. Lass mal schauen, ob ich schon mal woanders aufgesammelt habe. Nee, doch, ich habe 20. Warum auch immer. Alter, kann das nicht sehen? P, oder? Ich habe 8. P. Ja. Naja, wir werden noch mehr finden. Jo. Und das Kriotik? Du hast ein Glück, dass du nicht viel Kriotik brauchen wirst, weil es gab eine Forschung, da mussten glaube ich 65.000 Kriotik einstecken. Das ist sehr, sehr viel. Wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ja, das ist eine 6 oder 5 und ein paar Nullen dran. Ich kann mir vorstellen, dass das viel ist. Also da hat der Augen von die zusammengelegt und wir hatten immer noch nicht genug. Das sind schon mal wieder Energiezellen? Jo, da ist wieder einer, den wir laufen werden. Und mehr Gegner. Wenn sie laufen, kommen auch gerne mehr Gegner. Also wenn nichts läuft, ich kann noch 3 Minuten hören auf Gegner zu spawnen. Wow. Ja, weil sonst könntest du ja einfach nur Gegner farmen an einer sicheren Stelle, ohne wirklich kämpfen zu müssen. Ohne ein Ziel zu haben. Ja, aber es ist halt, ja gut, läuft im Sinne von sie sind an oder läuft im Sinne von sie haben auch Energie? Sie sind da. Okay, weil dann spawnt ja was nach, damit du auch wieder an Gegner kommst, wenn du quasi Energie haben musst, damit sie was machen und du dann vor dem Punkt stehst, von ich habe keine Energie und das spawnt nichts, weil ich keine Energie habe, wäre es ein bisschen doof. Ja, klar. Ich hätte denen nicht zugetraut, dass ihnen so ein Fehler passiert, nein. Aber man weiß ja nie. Da kommt was zum Laufendes. Die Hiku ist auch überraschend effizient mit Ammo. Das heißt, ich habe bis jetzt noch nicht immer noch praktisch Maximum Ammo an mir. Okay. Kein Problem mehr. Gut, ich verwende einfach meine Sekundärwaffe so ziemlich nie, weil ich die einfach nicht gut finde. Dann empfehle ich dir als nächstes die Less zu besorgen. Die kostet 50.000. Direkt. Ein Blaupause. Oh. Ist ein super Revolver sozusagen. Okay. Richtig fett beschlagstark. Und ich brauche mal was zu notieren, um mir das aufzuschreiben. Und du kennst doch Lex Luthor, oder? Natürlich. Und ich kenne auch seine Anzüge. Und ich habe auch Injustice gelesen, eine sehr gute Reihe. Ja, will ich auch mal vielleicht machen. Also tatsächlich, also das Spiel hat mich nicht so begeistert, weil ich kein Beat'em Up fände, aber die Comic-Reihe ist richtig geil. Für eine Comic-Reihe ist die der Hammer. Ich muss von mir nur Justice League geschaut. Ja gut, ist halt auch Geschmackssache. Ich lese halt gerne diese, DC. Ich würde sie lesen. Ich würde sie lesen, wenn ich wo finde, wo ich sie online lesen kann. Ich will Paul, ich suche sowas nicht an. Sowas lese ich tatsächlich einfach gerne als Comic, um es in der Hand zu halten dabei. Das macht bei denen echt Spaß. Wenn man es hat. Ja gut, ich habe mittlerweile die Angewohnheit, ich hole mir die und dann legen wir wir holen uns ein paar Leute immer wieder welche und legen dann in der Berufsschule mit Leuten zusammen und erreichen mal rum, wer welche Comics hat. Weil halt da mehr Leute sowieso lesen wollen. Und dann geht das. Ist halt, leider gibt es für Comics nicht so bequeme Sachen wie für Mangas die Manga-Rock-App, die halt sau praktisch ist. Aber das lässt sich an sich, so, wenn man weiß, was man lesen will, kann man sich das ja ganz gut ziehen. Und wie gesagt, ich lese das Injustice, lese ich sehr gerne, das macht richtig Spaß. Und so die DC Dark Sachen, so Swamp Thing, Animal Man, so diese ganze düstere Kram, den finde ich halt auch ziemlich cool. Und das kommt meist als Paperback, sprich du hast irgendwie 5 Episoden in einem, die du halt für 15 Euro oder sowas kaufst, das ist in Ordnung. Okay, Drohne. Ich habe auch was gefunden, ja. 7 Stück. Oh, welche, yay. Sag mal. Mit Perspektive. Das war Megamore. Dung of War. Ach, jetzt geht ja diesen Aufzugsschacht runter. Ui. Oh, hallo Gegner. Oh, wahrscheinlich sind hier wohl viele Gegner zwischendurch festgesteckt, weil sie ja nicht hochkommen. Das heißt, wir haben die jetzt alle hier? Nein, wir haben hier viele Punkte zum Excavaten. Ah. Alle auf einem Haufen. Cool. Ah, verdammt, ich hab das zu dem Sliden verkackt. Das wäre so cool gewesen, das Ding runterzurutschen. Schaltkreise.
Aber echt, man kann gleich alles bekommen, das ist Glück. Ja, ich glaube, wir eins hatten wir doppelt, aber bei vier Stück hatten wir es dann. Links, stimmt, links, natürlich. Das auf Schirm. Das war nichts. Nein. Wie viel habe ich denn inzwischen? 31 schon, hm? Ich, ja, ich habe weiß, 15, ich brauche noch mal was. Ja, das kriege ich ja schon. Vor allem, wenn hier die ganzen Gegner sind. Aber wie viel Haltwertzeit hat dieser Argon-Kristall eigentlich so? Ein Tag. 24 Stunden. Okay, das ist also nicht, dass ich jetzt Angst haben muss, wir brauchen zu lange und deswegen ist er weg oder so. Nee. Oh, jetzt kommen die Technics. Jetzt kannst du ein bisschen stressig werden. Schilddrohne? Nein, Schilddrohne. Wo ist denn der Excavator? Da. So, der hier ist jetzt voll. Ja, aber reicht noch nicht insgesamt. Ja, Heilige Scheiße, hältst du gut was aus? Da sollten wir lieber wieder drauf schießen. Oh nein! Sind die ersten kaputt. Ja, aber gut, wir haben ja trotzdem Zeug bekommen. Ja. Ich meine, verlieren tut mir erst, wenn die beide komplett tot sind. Und keine Revives mehr haben. Ich habe glaube ich noch zwei. Und ich habe gerade meine Sekundärwaffe auf 25 gelevelt. Yeah. Das finde ich tatsächlich ganz angenehm, dass sowas nebenbei mitlevelt, dass ich halt nicht die Dinger tatsächlich benutzen muss, weil sie mich halt einfach nicht interessiert. Ja. Als Waffe momentan. Aber ich halt sagen kann so, okay, ich hab's halt irgendwann nebenbei voll auf 30 und kann sie dann verkaufen. So. Unser D wird übrigens gerade gewaltig angegriffen. Ich kann es vielleicht noch retten, indem ich den Schild wieder voll bekomme und dann machen wir doch einfach mal Boom! Oh, wow. Und dann ist der Schild schon wieder weg. Und die blitzen nicht aber durch die... Ich kann das Ding, glaube ich, alleine nicht retten. Aber hast du mich? Da kommt ja noch mehr hier hinterher. Und ich habe Energie. Ich habe kein Schild mehr. Shit. So, komm mal schnell zum Punkt hierher. Hinter. Ach, Leben. Vielen Dank. Leider immer noch nicht eine von den Drohnen, die ich brauche. Schweinepriester. Hauptwaffe gewebelt. Ups, das war so. Sorry. Ich habe einen Bug, wie du einen Wegpunkt an deinen Sentinel setzen konntest und der ist mit deinem Sentinel gewandert. Okay. Das könntest du so machen, wenn du jemanden wolltest, dass man den Bot bei dem in der Nähe bleibt, damit praktisch, weil er eine Fähigkeit hat, die einen Buff gibt, kontinuierlich oder so aus der Art. Es geht nicht mehr. Ich habe nur am Anfang festgestellt, wie ich Wegpunkte mache und wusste nicht, was ein Wegpunkt ist, also habe ich dann nur gemerkt, was ist denn das für eine komische Markierung, warum geht das weg, wenn ich da ankomme und wo muss ich ihn jetzt hin? Hier sind Dinge. Oh. Jetzt ist anstrengend zu werden, weil jetzt haben wir nur die Feierende. Ich will doch nur noch eins und Otto-Dings haben. Ich weiß auch nicht, warum ich einfach keine mehr auftauchen. Das ist unglaublich seltsam. Weil alles auch das, was im Weg war. Ja, ich habe immer noch keine weitere gefunden. Ich war auch nicht, ne? Wie? Aber ich werde mich jetzt mehr darauf einsetzen, mehr Fähigkeiten hier loszubomben. Ist Nullifier dieses Ding, das konstant unser Schild wegzieht? Nein, Nullifier ist das Ding, das eine große blaue Kugel um sich leuchten hat. Ja, das habe ich gesehen, die große blaue Kugel. Ich dachte, das zieht das Schild ab, weil ich halt konstant Schild verloren habe. Was der macht, ist, der tut deine kompletten Fähigkeiten abschalten. Sehr hässlich. Ja. Sehr hässlich. Ja, das ist nur eine Schilddrohne, das ist nicht das, was ich brauche. Und man kann ja auch nur diese Wing-Teile finden, oder? Also es ist nicht so, dass wir die jetzt ewig lange brauchen, wir einfach nein, mal coole andere Drops bekommen. Schade.
Das ist ja zu schön. Zwei weitere Cores. Polymerbündel. So, als nächstes braucht E. Wir haben übrigens mittlerweile die Stunde für diese Folge voll. Ja, wird ein bisschen länger. Wow. Monster voll. Ja. Oh, Elena hat sich umgeschlagen. Schild. War nichts mehr. Ich wette, diese Dinger hängen alle auf einer Ecke und wir haben einfach keine Ahnung wo. Wahrscheinlich. Mist, Viecher, ey. Und dann bekommen wir jetzt Arztmen. Hab ich das richtig gelesen? Ja, du bist ein Blitzeximus, du wirst gescannt. Hallo, Energiecarrier. Ich glaube, ich bin hier tatsächlich in der Ecke, wo ich noch nicht war. Nullifier. Das Tolle ist, da meine Wurfmesser eine Explosion machen. Können die super gut Nullifier ausmachen, weil die Explosion gehen durch. Ich habe einen Raum gefunden, in dem wir vorher noch nicht waren. Wow. Ich dachte, wir wären schon überall mal gewesen. Ja, das liegt da oft. Oh, Fusion Moors. Die packen jetzt aus. Die Gegner meine ich. Ja, ja, schon klar. Nur weil ich mich aufpacken. Wieso noch mal eine Sekundärwaffe? Na, die sind ein bisschen besser, da muss ich sogar stehlen. Bei Explosionen und so. Au, ich werd gesniped. Oh. Da. Sniper sind mein größter Hassgegner. Ich hab keine Ahnung, wo die mir herrscht. Ich hab schießen. Da ist er. Da, der Typ hält aus. Jetzt habe ich ihn. Wir bräuchten mal wieder Energie. Wie schwer kann es sein, einen Oxygen-Drone zu finden? Ich meine, sieh mal vor. Aber warum so wenig? Das weiß ich ja. Es würde ja auch reichen, wenn du schon mal gefunden hast, dass ich die Stelle, wo das war, wiederfinde. Aber ich finde halt alles Mögliche, nur nichts, was mir weiterhilft. Gibt es irgendwelche anderen Missionen, wo man die halbwegs regelmäßig findet? Ja, Jupiter ist doch ein Füßchen, hat die regelmäßig. Weil dann können wir Jupiter wahrscheinlich besser irgendwo anders hingehen, als dass wir jetzt noch Stunden damit zubringen und keine bekommen. Ich meine, du brauchst nur einmal ein Paket, oder wie viel hattest du überhaupt? 20? Ich brauchte 22, ich habe jetzt 15, also im Endeffekt 7. Ja, ein Paket fehlt mir noch, aber wenn wir das nicht bekommen, hilft mir das ja nicht. Ja, große Map aufrufen, bitte. So. Dann schicke ich mal alles ab, um zu schauen, ob ich noch was finde. Du hältst dich am Leben, wenn weg sein muss. Ich check alles ab, damit du dir die. Damit ich wenigstens. Oh! Hast du gerade Bullet Time angemacht oder sowas? Hab ich nicht, aber ich hab auch noch die Gegner langsam machen kann. Ich kann sie da lassen. Nein, es kam gerade Bullet Time, deswegen war ich halt verwirrt. Ja, wenn du in der Luft bist und Rechtsklick drückst, das nennt sich Aimglide. Upsi, ich bin am Boden. Ich komme, hol dich. Das war eine Schilddrohne, die irgendwie ein bisschen länger durchgehalten. Ja, ich weiß, dass es das gibt. Ich habe einfach nur in dem Moment so gar nicht dran gedacht und dachte mir, hoch, wo kommt das her? Mein, wo bist du? Geh dich nicht da. Das war letzte knapp. Sekunde. Ich bin gut, mein Knapp. Au, überschießt dir das, tut weh. Wo ist es? Du das? Nee. Das ist ja der Wahnsinn.
Das ist ja echt der Wahnsinn. Und Moa. Eximus, ich war noch nie so lange in dieser Mission drin. Ich war noch nie so lange. Nein, ich war schon mal so lange in einer Excavate-Mission drin. Die war aber auch ein ganz anderes Kaliber. Stufenaufstieg, Fang, sehr schön. Naja, gehen wir halt mal Richtung Ausgang. Ja. Und warten dort einfach auf. Ja, oder so, keine Ahnung. Nach oben musste. Sicher? Ja. Ja. Da komme ich einfach hoch. Auf! Ja, weg. Nein, das ist nicht du. Verdammt! Ich habe dich mit einer Energiezelle verwechselt. Ist das schlimm? Ja, nein. Wer wäre ich denn? Wenn ich sage, das ist ja schlimm. So, Ruhe. In dieser Ecke waren wir auch insgesamt noch nicht allzu oft, oder? Ja, nee, Ausgang. Das ist auch der letzte Raum. Das war der Schmidt-Ausgangraum. Halt davon. Okay, vielleicht haben wir hier Glück, dass wir nochmal was davon finden. Oh, what? Das ist richtig, der Ventilator. Da. Geht mal drauf. Jetzt ist es an. Oh, war doch ein Gegner drauf gelandet. Er ist gestorben, weil er so geflogen ist. Doch, Eximus. Was, Eximus? Eximus sind schwere Einheiten. Die machen mich nicht rot. So. Ich hab keine Ahnung, wo du hin bist. Ich bin wieder oben, wo wir hier in den Raum gekommen sind. So. Und ich habe den auch schon wieder den Ventilator erwischt. Den riesigen. Oh, keine Energie mehr. Okay, wir sollten. Jetzt soll ich doch gehen. Hä? Was fliegt denn da oben so hoch? Was? Das sind Einheiten, die auch auf den Ventilator draufstehen. Nehme ich an. Ja, der, wenn die auf den Ventilator dann, das ist der Ventilator, von dem du geredet hast. Wollen wir wirklich gehen und die Mission, das Zeug woanders suchen? Ich glaube, das ist einfacher. Ja. Wow. Aber schau mal, wie viel Zeug das hast, dass du auch noch verkaufen kannst. Auf jeden Fall einiges an Level. Viele blaue Tausend. Oh ja. Oh ja. Kryotik. Kryotik, ja. Noch ganz wenige Dinge. Dann habe ich jetzt welches. Die Glaxion zum Beispiel ist eine der Waffen, die das braucht. Das ist ein Eisbeam. Das heißt, ich kann jetzt erstmal gucken, dass ich die überflüssigen Blaupausen verkaufe. Ja. Ich meine, du wirst wahrscheinlich ziemlich viel Geld haben. Inzwischen, also. Na, 73.000. Ja, ist nicht schlecht. Ist auch nicht so viel jetzt wie. Ich meine, ich muss überlegen. Ich kenne jemanden, der war, hatte gesagt, hat mich schämen, der hat 80 Millionen gehabt. Und als da die Primed Mods kamen, das sind insgesamt schon 12 Stück. Zu dem Zeitpunkt gab es 6 Primed Mods. Hat er gesagt, er hat 50 Millionen Credits da reingesteckt, um zusammen funktionieren. Da finde ich die Duplikate. Ärgerlich ist, wenn man jetzt auf alles verkaufen klickt, alles auswählen klickt und alle verkauft. Kann man alles auswählen? Ja. Oh. Als Taste. Ich habe auch noch Sternenstaub. Was auch immer das ist. Zelebriere diesen Feiertag mit Feuerwerk. Erlaubt den Himmel mit dieser Einzelladung. Hm. War halt einfach. Jupiter-Navigationsmodule. Unverkäuflich. Verdammt! Ja, okay. Ich will ja nicht was. Ich könnte mal nachschauen, wie viel Zeug ich habe. 24.500. Sehr schön. Ich habe ein sehr, sehr interessantes Item. Das nennt sich. Ja.
Misk ist das. Es fängt an, es ist 1000, für 1000 kann ich es verkaufen. Nennt sich slash Lotus slash Language slash Item slash Blueprint. Aha. Ja. Das war mal ein buggy Item, das es im Shop zu kaufen gab. Ich habe mir sofort geschnappt. So, ich. Jupiter hast du gesagt, müssen wir. Jo, einfach eine. Experiment hat nur 3 bis 4 von denen, aber. Also, ich habe zur Auswahl Mission Rettung, Mission mobile Verteidigung und Mission Dark Sektor überlegen. Ich mach schon. Wo haben wir denn? Oh, schon. Gottchen, ist das mittlerweile spät. So. Wieder da. Wird schon funktionieren. Ich wünschte, es gäbe eine Ex. Oh, du bist gar nicht mehr im Team drin. Was? Oh ja, ich. Das hat sich rausgeschmissen. Schämlich. Schande. Böses Spiel. Dass du mich da einfach rauswirfst, also wirklich. Das habe ich Spiel selber gemacht. Ja, ja, das sagen sie alle. Und am Ende sind sie schwanger. Ja. Weil was? Ja, ja, das sagen sie alle. Und am Ende sind sie schwanger. Ja, yeah, verstanden. Und wie leckt es bei mir gerade auch gewaltig. Wow. Also nur im Intro. Aus unerklärlichen Gründen. Im Spiel ist es jetzt auf einmal wieder normal. Oh, muss ich das Synthesis machen? Oh, das ist super, weil ich die hier versteinern. Die dich nicht bemerkt haben, aber super. Ich bin also nur auf Lied aus. Oh, hör wieder Hammer. Natürlich habe ich wieder Hammer. Ja, natürlich. Man sollte es aber auch Container kaputt machen, weil die Container können, wie gesagt, diese Mantis-Blau-Teile doppen. Soweit ich weiß. Und da kann ich genau Info drüber. Soll ich mir genau nachschauen. Können die auch die Sachen, die ich als Zeug brauche, droppen? Ich glaube nicht. Ich glaube, Oxium ist tatsächlich von Containern ausgeschlossen. Dann hoffen wir, dass wir jetzt endlich so ein scheiß Vieh finden. Also wenn wir gar keinen finden, wäre es beinig. Ja. Einfach weil. Warum Koordinaten? Oh. Nee, doch, pünktlich. Ja. Schutzaufnahme oder Teammitglied hat gesagt, ich muss jetzt die Container leer räumen. Und hat dann die Container selber stehen lassen. Was? Da stand gerade ein Teammitglied braucht Hilfe, eine Tür zu öffnen. Aber das Teammitglied hat mir gesagt, ich soll Container aufräumen. Und manchmal hört es an, als würdest du eine super praktisch eine Mini-Schrotflinte hier verwenden. Also wirklich ganz viele schnell folgende Schüsse. Okay, cool. Auch unnatürlich, also und es ist ein Innenbug, der durch einen DC kommt, dass praktisch deine Schüsse 30 Mal so schnell abgefeuert werden. Ich stell fest, meine Klingen sind übrigens immer noch blau. Ich hab keine Ahnung, was für ein Mod ich da drauf gemacht habe. Aber es sieht voll komisch aus, weil sich das so vom Rest des Modells abhebt. Bypass complete. You may proceed.
Verdammt. Da ist was. Ha! 10 Stück, ja. Hab's. Das war kurz davor, dass ich gleich so auf die Jagd wieder. Ich hab einfach draufgeballert. Ja. Und sag ihm nur was genau zwischen mir und dem Vieh. Ich hab's fast nicht getroffen. Und dann wurden entdeckt. Welch Horror. Das ist was, als ob die jetzt zu uns kommen, die wir nicht wirklich suchen müssen. Der Raum verwirrt mich ein bisschen. Und entwirrt. Wusstest du, dass ich Kameras versteinern kann? Ich glaube, du hast etwas in der Art, hattest du schon mal erwähnt. Wusstest du, dass ich Schaltkreise analysieren kann? Das Beste ist. Hört ihr jetzt so auf, alle mal wegzurennen, Gegner? Ich will euch analysieren. Nordwind. Okay. Kälteschaden. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Oh. Da bist du hin. Nein. Doch. Ich bin nicht da. Bin nicht da. Weil das Tolle an Goobros ist, die können diese roten Schränke hier aufsperren mit der 90%igen Chance. Oh, cool. Der Spieler kriegt einen Mod, wo er selber machen kann, aber mit nur Maximum 30%. Also, ja. Da lohnen die sich dann doch irgendwie. Ja. Weil man richtig viel looten will. Das war jetzt schon wieder. An einer riesigen Halle und wir sind keine Feinde da. Was ist das denn für ein Blödsinn? Wir stecken uns nicht am Anfang. Zu Recht. Wieder super Stellfeuer bei dir. Komisch. Also ich habe 5% mehr Schussgeschwindigkeit. Das kann nicht so viel sein. Das ist es auch nicht. Da bin ich mir sicher. Oh, das ist mein Target. Das ist sehr nur. Mach das mal nicht tot. Okay. Versteinert. Lass es mich mal auch noch scannen. Oh, es lässt mich nicht scannen. Oh, weil es gedingst ist. Verstehe. Taucht das irgendwann wieder auf? Ja, jetzt. Ups, nicht schießen. Denn. Und fertig. Oh. Ups, schon wieder falsch gedrückt. Das ist ein Ding, das ist eine, gehört praktisch zu einer Art Quest. Sozusagen. So, das war's. Ah, cool. Du hast deine Ressourcen für Karist. Das ist ein interessanter Dolch. Ich glaube, ich müsste sogar noch genug Waffenslots dafür haben. Ja, sollte. Unwahrscheinlich, wenn du jetzt schon zu wenig hättest. Ich habe 2 Schwerter, den Fang, zwei Hauptwaffe und eine Zweitwaffe. Ja, noch genug haben. 25 habe ich sogar bekommen. Uhu. Und Bonusgeld. Yay. Ja, jetzt bin ich aber auch geschafft. Oh ja, aber ich kann das Craften noch anfangen. Yay. Für einen kurzen Zeitraum bin ich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal im 6-stelligen Bereich, was Geld angeht. Ja, und dann wird sich das jetzt wieder ändern. Wo haben wir einen Charist? Oh, da hättest du jetzt fast... Ja, bau jetzt einen Charist noch, aber 6-stellig schreit nur so nach Carrier. Zu spät. Schon klar. Naja, aber dann war es das für die Aufnahme auch. Wir sind ja auch nur 1,5 Stunden. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt so lange euren Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.